Das ist das Hotel du Golf in Saint-Étienne. Und hier in diesem Hotel ist der FCB untergebracht in seiner Zeit hier beim Auswärtsspiel vom UEFA Europa League 16. Finale gegen Saint-Étienne. Und wir sagen Hallo und herzlich willkommen zum Mittagstalk am Tag vom Spiel. Heute oben der grosse Match gegen Saint-Étienne. Und wir begrüßen zu diesem Mittagstalk ganz herzlich den Mittelfeldspieler Luca Zuffi. Luca, schön hast du Zeit genommen. Ich glaube, man kann schon sagen, das Spiel heute gegen Saint-Étienne ist wahrscheinlich das Wichtigste bis jetzt im Fußballjahr 2016. Ja, auf jeden Fall. Also, die letzten zwei waren natürlich auch wichtig für uns, dass wir den Abstand dann ausbauen können in der Meisterschaft. Aber die internationalen Spiele sind sehr etwas Spezielles für uns. Wir sind, das ist der zweite Wettbewerb, wo wir noch dabei sind. Und wir wollen die Runde noch mal überstehen, sicher. Die letzten zwei Spiele gegen den vierten und auswärts gegen den zehnten. So zwei Drittel des Spiels mit einem Mann weniger, gesamthaft mit einem Goalverhältnis von 7:0 gewonnen. Die sind in einer bärenstarken Form. Ja, ich glaube, nach zwei Spielen ist es noch ein bisschen früh, um wirklich den Stand zu sagen. Aber der Start ist wirklich so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, wir haben eigentlich den Abstand nicht kleiner lassen werden. Und wir konnten ihn nicht sogar ausbauen. Das ist so gelaufen, wie wir das uns vorgestellt haben. Und ja, klar war es der Zweitplatzierte im letzten Match. Schwieriger Match war, aber schlussendlich ist es glaube ich, genau so rausgekommen, wie wir das gebraucht haben. Wie viel Selbstbewusstsein geht einem das mit jetzt von so einer wichtigen Aufgabe in der Europa League? Auch sehr viel natürlich. Wir sind eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen. Und wir haben sicher keine Angst gegen Saint-Étienne, da etwas zu holen. Wir probieren jetzt auswärts ein gutes Resultat anzubringen und dann daheim natürlich das richtig gut zu beenden. Was hat euch denn so stark gemacht in diesem Spiel gegen GC? Also so etwas habe ich jetzt selten erlebt, oder? Der erste gegen den zweiten, auswärts, mit einem Mann weniger und 4:0 gewonnen. Und die anderen haben praktisch nicht den Hauch von einer Chance gehabt. Ich glaube, es war wichtig, dass wir relativ schnell 2:0 in Führung gegangen sind. Und nachher durch die rote Karte, wo man noch darüber diskutieren kann, ja, hat halt jeder noch ein bisschen Wut im Bauch gehabt. Und man hat wirklich gesehen, dass wir ein gutes Team sind, das stimmt in der Mannschaft und dass jeder für den anderen gegangen ist. Und so haben wir es dann schlussendlich souverän, ja, den Match über die Runde gebracht und sogar noch zwei Tore geschossen. Was hat der Trainer, den wir jetzt gerade gesehen haben, hinten durchzulaufen, was hat der Trainer denn in der Nachbearbeitung von diesem Spiel gesagt? Ich gehe davon aus, der ist wunschlos glücklich gewesen, oder? Ja, definitiv. Wie wir auch eigentlich. Wir haben noch ein paar Szenen angeschaut. Vor allem jetzt von den Szenen, die noch 11 gegen 11 waren. Und wir haben wirklich auch dort schon sehr gute Fallen gemacht. Und nachher ist es natürlich schwierig. Nachher haben wir gewusst, wir müssen hineinstehen. Wir müssen einfach Ball weghauen und probieren, ein, zwei gute Konter zu fahren. Aber er wie auch wir sind sicher sehr zufrieden gewesen mit dem Match. Und jetzt, wie muss man agieren gegen Saint-Étienne, um hier bestehen? Es wird sicher ein schwieriges Spiel, weil wir wissen, dass sie physisch sehr stark sind, dass sie nicht allzu viel Goal überkommen. Von dem her müssen wir uns auf Herzspiel einstellen. Sie sind auch sehr gefährlich auf Standards. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir keine zulassen und dann auch parat sind, wenn es einen gibt. Und dann gilt es einfach, dagegen zu heben. Also, Zweikämpfe fahren und gewinnen und auch unser Spiel probieren zu machen. Und dann werden wir sicher ein gutes Resultat holen. Gibt es ein Wunschresultat? Natürlich, gewinnen besser als unentschieden, logisch, oder? Unentschieden besser als verlieren, ist alles klar. Aber gibt es so ein bisschen Zielvorgabe, wo man sich setzt? Ein Unentschieden mit Goal, zum Beispiel ein 1-1 oder ein 2-2? Nein, ich glaube, das macht man nie. Also, das kommt halt immer darauf an, wie der Spielverlauf ist. Wir sind sicher nur ganz zufrieden, wenn wir das Spiel gewinnen. Und wenn es am Schluss dann nach einem Spielverlauf, der schwierig ist, ein Unentschieden ist, nehmen wir das sicher auch. Okay. Jetzt ist das ein bisschen ein spezielles Spiel. Ihr müsst das erste Mal gänzlich auf eure Fans verzichten, also abgesehen von irgendwelchen Geisterspielern. Die Heimmannschaft hat ihre Fans, ihr haben sie nicht. Wie geht ihr mit dem um? Ja, ich glaube, wir müssen es einfach akzeptieren, wie es ist. Für mich ist das auch eigentlich eine neue Situation, seit ich jetzt bei Basel bin, weil wir haben immer zahlreiche Unterstützung gehabt, auch in den auswärtigen Stadien. Und ja, ich werde sehen, wie es ist. Wir werden sicher keine Angst haben. Wir wissen, dass die Fans laut werden sein von ihnen.
Und wir halt, dass wir keine Unterstützung haben, aber das darf uns nicht daran hindern, dass wir eine gute Leistung zeigen. Jetzt ist es ja so, dass du enger Kollege bist von Yoichiro Kakitani. Hast du noch Kontakt mit ihm? Ja, habe ich noch. Also, er hat mir auch letztens seine japanische Nummer wieder gegeben. Wir probieren da sicher ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Wir schreiben ab und zu, ja, wie es läuft, was sie gerade machen. Sie fangen ja erst später an mit der Meisterschaft. Und ich probiere schon, da ein bisschen ihn auf dem Laufenden zu behalten und er mich, was er in Japan so treibt. Wie geht es ihm? Bist du zufrieden, wieder daheim zu können sein? Ich glaube schon, dass er dort halt glücklicher ist, bei seinem Umfeld, bei seiner Familie. Wenn er wieder spielen kann, natürlich, was bei ihm immer gesehen hast, dass er riesen Freude hat daran. Und ja, wenn du das wegnimmst, merkst du es auch neben dem Platz, natürlich, dass er nicht mehr der gleiche ist. Aber super war mit ihm immer. Und ich hoffe, er kann dort wieder richtig glücklich werden. Wie hat sich die Freundschaft eigentlich ergeben mit jemandem, der fast nur Japanisch redet? Das ist ja irgendwie noch recht schwer vorstellbar, dass sich da irgendeine Freundschaft entwickeln kann. Ja, das ist ja schwierig zu sagen. Es ist einfach so gewesen halt. Und wir sind in der Kabine nebeneinander, haben auch ein bisschen zusammen gegamed, damals auf dem Natel. Und dann ja, hat sich das einfach so ergeben. Wir haben das gut verstanden. Es war immer lustig gewesen. Und dann auch, halt, wenn es mal nicht gegangen ist, sprachlich den Übersetzer dazu genommen. Das war schon meistens der Fall, oder? Ja, ich muss sagen, am Anfang mehr als am Schluss. Also am Schluss hat er schon ein paar Wörter Englisch können, wo du auch ein bisschen, ja, ein bisschen unterhalten mit ihm. Wie jetzt genau auch beim Schreiben, gibt es ja Übersetzungsprogramme und alles immer, also in der heutigen Zeit. Und dann geht das schon irgendwie. Es ist auch bei dem Mittagstalk auf der FCB-Auswärtsreise so, dass die Fans ihre Fragen, also die können eure Fragen stellen an unsere Gäste bei diesen Mittagstalks. Und diese Frage nach den Fans oder der Abwesenheit der Fans ist natürlich auch eine Frage gewesen, die gestellt worden ist. Die haben wir jetzt gerade beantwortet bekommen vom Luca. Dann gibt es aber weitere Fragen natürlich, die via soziale Medien an dich gestellt worden sind. Luca, und zwar auch von diversen ist die Frage gekommen, wie realistisch ist das Ziel, die Europa League zu gewinnen oder sicher mal in Finale zu kommen, wo ja der Heiz Basel ist. Ja, ich glaube, wir als Mannschaft haben das Ziel nicht so festgelegt, dass wir unbedingt die Europa League gewinnen wollen, weil es ist einfach noch viel zu weit weg. Klar wäre es ein riesen Traum für uns, wenn wir das würden schaffen, aber wir haben jetzt zuerst mal die erste Hürde mit Saint-Étienne, wo auch eine schwierige Hürde ist, wo wir zuerst mal meistern und dann muss man immer schauen, es hat so viele gute Mannschaften noch drin, was noch kommt. Und ja, ich glaube, zu weit vorausplanen kann man da gar nicht. Also man geht Schritt für Schritt, aber da man ja nie mit dem Ziel auszuscheiden oder zu verlieren in einem Match geht, kann man sagen, ja, okay. Man versucht natürlich, das Maximum rauszuholen. Eine andere Frage ist natürlich die, die sich nach der Fasnacht stellt, die ja jetzt gerade zu Ende gegangen ist, zu Basel. Der Stefan Keller will wissen, bist du an der Fasnacht gewesen, dieses Jahr, oder wenn nicht dieses Jahr, weil es ja wahrscheinlich schwierig war, dieses Jahr an die Fasnacht zu gehen, überhaupt einmal an die Fasnacht zu gehen in der Vergangenheit. Was hast du für einen Bezug zu der Fasnacht? Ja, jetzt in den letzten zwei Jahren bin ich leider nicht dazu gekommen. Ich hatte viel um die Ohren gehabt, aber ich kenne es natürlich noch von früher. Also ich bin ja 4-5 Jahre in Oberwil habe ich gewohnt gehabt. Und natürlich dort mit der Schule und mit dem Kindergarten auch am Kinderumzug gewesen. Und es ist eine riesige Sache, auch ich habe Freude daran. Und ich probiere sicher nächstes Jahr definitiv mal zu gehen. Falls du dann in im nächsten Leben nicht mehr Fußballer, sondern vielleicht Fasnachtler wärst, was wärst du am besten? Ja. Tango auf einem Wagen oder in einer Gucke müssen? Ja, das ist noch schwierig. Also, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Und zwar möchte der Martin Schnetzler von dir wissen, Luca, hat sich der Urs Fischer als Trainer stark verändert seit eurer gemeinsamen Zeit beim FC Thun? Nein, ich glaube es eigentlich nicht. Er hat schon dort ja, ein bisschen die gleichen Ideen gehabt. Klar muss man sich immer wieder ein bisschen anpassen an eine neue Mannschaft, auch ein bisschen Sachen anders machen. Aber er macht das eigentlich taktisch von den Trainings her eigentlich ziemlich ähnlich wie damals. Und ja, macht mir Spass, unter ihm zu spielen. Hast du dich verändert? Hat die Zeit, die anderthalb Jahre, die du bis jetzt im FCB bist, prägt in irgendeiner Form? Ja, ich habe sicher auch ein bisschen mehr Erfahrung bekommen. Also auch durch die internationalen Spiele, die ich bei Basel haben konnte.
Das gibt einem natürlich schon noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Da habe ich sicher noch ein bisschen mehr dazu bekommen. Und ja, es ist einfach, ich bin ein bisschen älter geworden, eineinhalb Jahre oder zwei mehr auf dem Buckel. Und das merkt man schon ein bisschen. Also, ist sicher ja, noch mal etwas gegangen im Vergleich zu der Thun-Zeit. Macht man auch einen Schritt nach vorne, wenn es ums rein Fußballerische geht? Also, als du vom FC Thun zum FC gekommen bist, haben sich ein paar Fragen gestellt. Wie lenkt ihm das? Oder setzt er sich durch? Und du hast dich von Anfang an durchgesetzt, hast auch den Sprung in die Nazi geschafft. Hast du das Gefühl, dass der Wechsel dich auch beflügelt hat? Dass du vielleicht diesen Fortschritt nicht gemacht hättest, wenn du diesen Schritt, den grossen Schritt, die Herausforderung zum FCB nicht hättest können machen? Ja, das kann sicher sein. Ja. Ich glaube auch, man profitiert von den, ja, von den Superspielern, die es da hat, von dem grossen Konkurrenzkampf, den es gibt in Basel. Ich glaube, das bringt einem weiter, wenn man in jedem Training ja, so Gas muss geben muss, dass man da kann bestehen in dieser Mannschaft. Und ich glaube schon, dass ich da auch fußballerisch noch einen Schritt dazugelegt habe. Jetzt bist du natürlich aus einer Fußballerfamilie. Wir haben die beste Erinnerung an die Papi, den Dario. Und damit sind wir bei der letzten Frage von den Fans. Und zwar will der Thomas Moser von dir wissen, was hast du alles noch für Erinnerungen an die Aktivkarriere von deinem Vater, von Dario und vor allem natürlich aus seiner Zeit beim FCB? Ja, es ist eben leider nicht mehr so viel. Also ich habe das erst richtig angefangen zu realisieren, eigentlich, als er dann am Schluss von Basel eigentlich und dann noch die Zeit bei Winterthur, als er noch die Karriere nachher beendet hat. Ich habe dann mehr eigentlich durch Videos, die wir als Kind geschaut haben, viel noch mitbekommen, was er eigentlich erlebt hat. Der Meistertitel war ja vor meiner Zeit. Und ja, es war eigentlich wirklich schade für mich, dass ich da nicht mehr von dem mitbekommen habe. Aber wie ich gesagt habe, kann ich es dafür auf Filme anschauen. Jetzt ist ja dein Vater ein riesen Stürmer gewesen, hat Goal an Goal geschossen, grosse Karriere gehabt. Aber ich glaube, man darf schon sagen, du hast ihn inzwischen bereits überflügelt. Wie geht er mit dem um? Ja, mit den Titel sagt er, habe ich ihn noch nicht eingeholt. Da muss ich noch ein bisschen Gas geben, dass ich das schaffe. Und, aber nein, es ist natürlich immer Spass, wenn wir ein bisschen uns hochnehmen. Wir probieren, oder er ist immer stolz für das, was ich erreiche. Er gönnt mir natürlich alles, so wie genauso wie meine Brüder. Und er freut sich, wenn ich es auch noch höher arbeite. Aber schon das Thema, oder? Der Fußball am Familientisch, oder? Ja, es überwiegt natürlich schon. Das muss ich mir schon auch von der Freundin anhören. Dass es das Hauptthema ist. Ja. Aber es ist halt so, wenn die Brüder alle Fußball spielen, der Vater, dann geht es halt hauptsächlich um das. Und heute so oben logischerweise alle vor dem Fernsehen? Ja, definitiv. Also, die Brüder sind noch im Trainingslager. Die muss ich schauen, ob die, also weiss ich nicht, ob die das können, aktiv mitverfolgen können, aber die können, werden natürlich schauen. Ja. Kriegst du noch ein Feedback nach dem Match? Ja, wir schreiben natürlich. Zum Teil mit dem Vater telefonieren, einmal in der Woche. Aber es ist eigentlich nicht so gross. Also mehr Glückwunsch, wenn man gewonnen hat oder so. Okay, also dann hoffen wir, dass so Grund hat, der Vater, der Bruder, die Freundin und alle deine Bekannten, dir heute oben nach dem Spiel eine Gratulations-SMS schicken zu einer guten Ausgangslage fürs Rückspiel, sagen wir es so. He? Genau. Bist du einverstanden mit dem? Okay, dann wünschen wir dir natürlich auch viel Erfolg. Besten Dank, Luca Zuffi, das war es vom FCB Mittagstalk. Und wir freuen uns natürlich aufs Spiel heute oben Saint-Étienne gegen den FC Basel. Bis dann, eine gute Zeit.